Morro Hable an der Playa Jandia, kaum zu glauben. 1960 standen hier kaum 25 Häuser. Willy Brandt, der damalige Bundeskanzler, war hier einer der ersten deutschen Urlaubsgäste. Und da es hier früher noch kein Telefon gab, musste er den Kontakt zur Bundesregierung noch per Funk halten. Diese Zeiten, die sind natürlich längst vorbei. Heute hat der Touristenort im Süden von Fuerteventura fast 10.000 Einwohner und ist als Urlaubsziel für viele Deutschen jedes Jahr ein Muss, wie auch für mich. Ich muss gestehen, ich wusste bis vor kurzem nicht, wie der Ort richtig ausgesprochen wird und darum entschuldigt bitte die falsche Aussprache im Video. Jetzt weiß ich, wie es gesprochen werden muss und in allen neuen Videos wird der Name natürlich korrekt ausgesprochen. Für alle, die diesen Ort besuchen wollen oder besucht haben, möchte ich mal ein kleines Upgrade 2024 bringen und euch meine Lieblingsspots zeigen, sowie nützliche Infos darlegen, die dem einen oder anderen hoffentlich weiterhelfen können. Das Ganze natürlich bei schönstem Wetter und einem noch schöneren Sonnenuntergang hier auf der Insel. Wer hier auch seinen Urlaub verbracht hat oder in Zukunft verbringen möchte, der kann natürlich alle Erfahrungen gern in der Videobeschreibung hinterlassen. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und bei Gefallen das Video zu liken. In diesem Sinn wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Anschauen. Wir legen natürlich gleich los. Wir sind direkt live in Farbe unten am Strand. Und das ist natürlich der Oberhammer, was hier sozusagen abgeht. Wir haben Januar 2024, es ist gerade so Sonnenuntergangszeit. Und der Strand, der ist natürlich perfekt. Einer der besten Strände, die man hier überhaupt genießen kann, auf Fuerteventura. Schneeweiß, ellenlang. Du kannst in die eine Richtung ungefähr 5 Kilometer laufen, in die andere Richtung ungefähr 3 Kilometer, was bedeutet 8 Kilometer Strand. Das Ganze definitiv in der Breite bis zu 500 Meter. Und als Orientierungspunkt zeige ich euch mal hier Heidi. Hier ist sozusagen so ein Strandrestaurant. Das heißt schon seit Jahren Heidi. Und von hier aus geht die Tour los in Richtung Morro Hable. Das heißt praktisch ins Zentrum. Ich zeige euch ein paar Restaurants, ein paar nette Spots, an denen ich gern bin. Und ein paar Dinge, die ihr vielleicht wissen könntet bzw. wissen müsst. Einer meiner Lieblingsspots ist dieser Strand hier. Gegenüber ist der Robinson Club. Wenn du es mal richtig krachen lassen möchtest bzw. mal All-Inclusive-Urlaub haben möchtest auf höchstem Niveau, dann buch dir einfach den Robinson Club. Da oben ist eine richtig schöne Dachterrasse. Da kannst du dann den Sonnenuntergang doppelt so gut sehen. Aber du siehst natürlich auch, dass hier viele auf der Mauer sitzen, an den Palmen, an der Strandpromenade und jetzt den Sonnenuntergang genießen, was natürlich hier an diesem Strand ein absolutes Highlight ist. Hier ist ja schon wieder die nächste Beachbar. Die sind so 1,5 Kilometer immer voneinander entfernt, damit du nicht verdurstest. Und jetzt schauen wir uns mal diesen richtig coolen Hügel an. Und da geht es gleich rauf. Da gibt es nämlich dann die beste Aussicht für den Sonnenuntergang. Hier auf der rechten Seite immer noch das Rio Hotel. Und hier vorne neigt sich so langsam der Tag zum Ende. Sprich, es wird langsam, aber sicher ein richtig schöner Sonnenuntergang werden. Ohne Wolken, ohne alles. Und wir gehen jetzt mal auf den Berg. Es geht zwar mit einer netten Steigung nach oben, was aber bedeutet, dass du trotzdem Spaß hast an diesem Weg, denn du siehst es schon, du hast Palmen, du hast auf der linken Seite den Strand und natürlich auch den Sonnenuntergang und kannst hier so ein bisschen hochlaufen und kommst dann zu dem Punkt, an dem du natürlich am besten sehen kannst. So, ich kletter jetzt noch mal ein bisschen höher und zwar die Treppe zum Rio Hotel. Dann hast du nämlich den besten Spot bzw. die beste Aussicht auf den Sonnenuntergang. Hier rein darfst du nicht, aber davor stehen bleiben geht natürlich auch. Und guck dir mal an, was jetzt passiert. Diese Aussicht ist unbezahlbar. Der Oberhammer. Richtig schön. Palm, Sonne, Strand und gute Laune. Hier gibt es noch eine Möglichkeit runterzulaufen. Man kann sich dann direkt an den Strand setzen bzw. hier auf die Anhöhung, auf den Hügel und kann dann in den Sonnenuntergang direkt reinschauen mit Strandfeeling und Palmen. Also besser geht's nicht. Und wer seinen Sonnenuntergang lieber sauber, ordentlich im Sitzen sehen möchte, der kann das auch tun. Hier gibt es Bänke. Du kannst dich ganz entspannt hinsetzen und dann in die Sonne schauen bzw. das Ende des Tages so ein bisschen zelebrieren. Richtig schöne Möglichkeiten hier oben auf dieser Promenade. Läuft sich auch super, musst natürlich immer ein bisschen aufpassen. Da kommen viele mit dem Elektroroller bzw. auch mit dem Bike vorbei, dass du dann öfter mal nach hinten guckst, bevor es crasht. So langsam ist die Sonne am Untergehen, was bedeutet, dass natürlich auch die Menschen mehr werden, die sich hier an der Strandpromenade sammeln und das Ganze dann anschauen möchten. Und du hast natürlich auch richtig schöne Pflanzen bzw. Palmen, Blumen und auch teilweise Katzen, die hier gefüttert werden am Strand.
und kannst das alles zelebrieren, genießen mit guter Laune und Spaß. So langsam geht es dann runter ins Zentrum und da kommen natürlich dann auch die ganzen Restaurants, aber jetzt hat man erstmal noch ein bisschen Ruhe, kann die Aussicht genießen und den Sonnenuntergang. Es wundert mich ein bisschen, dass heute nicht so viel los ist an diesem wunderbaren Spot, aber wahrscheinlich ist Anreise- oder Abreisetag, da passiert dann nicht so viel und die Touristen wechseln dann die Hotels bzw. reisen erstmal an, sind kaputt und kommen dann am nächsten Tag hierher, um den Sonnenuntergang anzuschauen. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, dich hier so ein bisschen fortzubewegen. Das Ganze geht dann auch mit dem E-Roller und die Preise sind ziemlich heftig, also zwischen 3 und 7 Euro musst du einkalkulieren für so einen E-Roller für eine Stunde. Tagespreise hast du ca. bei 20 Euro und ansonsten gibt es hier nochmal ein richtig schönes Hotel El Palacete und hier hast du natürlich die absolute Aussicht den ganzen Tag lang, ist aber auch nicht ganz billig. Ich schaue mich mal im Internet um, was die ganzen Apartments hier kosten, 4 Sterne, eine gute Geschichte, musst du natürlich auch ein bisschen Taschengeld haben. Der absolute Foto-Hotspot ist natürlich dieser Schriftzug hier direkt im Strandbereich. Was hier an Selfies und Fotos für Insta, Facebook und natürlich auch fürs eigene Album geschossen werden, das ist am Tag nicht normal. Wenn du hier 5 Euro für ein Foto nehmen würdest, dann würdest du wahrscheinlich innerhalb von einem Monat reich werden. Aber wer Bock hat, der sollte sich diesen Schriftzug merken, kommt natürlich direkt auf der Promenade. Und hier kannst du natürlich das beste Selfie schießen, was du hier auf Fuerteventura machen kannst von dieser Strandpromenade. Du siehst schon, die Aussicht ist fantastisch, der Hotspot ist einfach mal genial und auf diesem Schriftzug siehst du dann auch noch mal eine kleine Schildkröte, beziehungsweise die ist ganz schön groß und wenn du das Motiv nimmst, dann hast du bei jedem Foto gewonnen. Auch hier wieder ein paar schöne Sessel, die du nutzen kannst, um den Sonnenuntergang zu genießen, als Pärchen oder alleine und dann geht es natürlich weiter jetzt direkt zu den Strandrestaurants, wobei ich einige empfehlen kann, aber auch bei einigen weiß, dass das Essen da überhaupt nicht schmeckt und was da genau passiert, das erzähle ich euch jetzt. Ich habe mich mal direkt wieder an den Strand verzogen, weil wie gesagt an der Strandpromenade laufen dann zu viele Menschen rum und der eine oder andere möchte natürlich nicht gefilmt werden. Das erste Restaurant, was du hier siehst, ist das Restaurant Waikiki. Hier kannst du schöne Cocktails trinken, aber auch essen. Es gibt Fischspezialitäten, es gibt Burger für die Burgerliebhaber und natürlich alle Dinge, die du magst, schöne Salate. Das Einzige, hier hat die Belegschaft gewechselt vom vorigen Jahr auf dieses Jahr und ich habe hier schon mal was gegessen. Das heißt ein Waikiki-Burger und der war kalt, überhaupt nicht geschmeckt. Dann haben sie mir die falsche Cola gebracht. Statt einer richtigen Pepsi gab es eine Pepsi Zero. Und naja, ich sag mal so, man soll das alles nicht so ernst nehmen, aber ich war nicht zufrieden. Auf alle Fälle bei Kiki mal für den kurzen Halt und den kurzen Burger. Eine gute Geschichte. Daneben ist dann Leos Restaurant und hier ist es immer voll. Also hier schmeckt es auch. Das ist handgemacht. Da sind 2 Menschen in der Küche, die sich da richtig Mühe gegeben. Und immer voll auch die Gelateria Cocktailbar. Hier sitzen alle auf den Mauern, auf den Stühlen. Hier hast du abends dann wirklich Probleme, einen freien Platz zu bekommen, weil die auch gute Cocktails mixen und alles richtig schick machen. Kann ich nur empfehlen, wer einen freien Platz bekommt und richtig schön was trinken möchte, der kann das natürlich gerne tun. Zwischendrin dann auch noch mal ein paar Touri-Shops, das heißt Bekleidung, T-Shirts, Taschen, Portemonnaies und alles, was du sozusagen nicht benötigst. Das ist hier mein absolutes Lieblingsrestaurant. Das ist das Restaurante Vesuvio. Und hier schmeckt das Essen richtig gut. Du hast die schönste Aussicht auf den Sonnenuntergang. Und du kannst hier auch alles essen. Von Kindergerichten bis zu Fischspezialitäten wird alles frisch zubereitet und schmeckt wirklich richtig super. Auch der Kaffee schmeckt hier richtig gut. Ich bin hier sehr oft. Also wenn ich euch ein gutes Restaurant am Strand von Moro Jabla empfehlen kann, dann ist es dieses und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch sauber. Also ein Essen inklusive Getränk liegt so zwischen 20 und 25 Euro. Es sei denn, du nimmst natürlich irgendeine Fischspezialität, die relativ teuer ist, dann kommst du so auf 30 Euro. Zwischendurch dann auch wieder leicht nicht besetzte Ruinen. Also das Ding hier vorne ist schon die ganze Zeit frei, in der ich sozusagen hier in den Urlaub fahre. Knapp 7 Jahre sind das mittlerweile.
Daneben das Coco Banana, das kannst du dir gönnen, wenn du ein schönes Eis haben möchtest oder einen guten Kaffee. Hier gibt es verschiedene Eisspezialitäten, auch zum sauberen Preis. Für 2 Kugeln Eis bezahlst du ca. 2,50 Euro, ist auch selber gemacht, also richtig gutes Eis. Manchmal sind die Angestellten ein bisschen phlegmatisch, das heißt, du musst ein bisschen länger warten, bis du bedient wirst, aber dafür kriegst du ein gutes Ergebnis. Und der Kaffee schmeckt gut, das Eis schmeckt gut und du kannst ja auch einen Eisbecher machen lassen. Oder halt Kuchenspezialitäten genießen, das geht auch. Coco Banana kann ich empfehlen. Wenn du jetzt Fischspezialitäten von der Insel essen möchtest, dann kann ich, glaube ich, diese 3 Restaurants empfehlen. Hier ist es auch abends immer voll, also ich denke mal, das schmeckt ganz gut, das Essen. Und es ist auch natürlich eine schöne Aussicht auf den Sonnenuntergang. Du sitzt hier direkt am Strand und kannst die Sonne genießen. Von hier aus hast du den Sonnenuntergang natürlich direkt im Blick. Das ist dann das Ende von Morro Jable, also das Ende, wo du sozusagen hinlaufen kannst. Danach gibt es nur noch Felsen und Berge. Eine schöne Aussicht. Hier kannst du dich mit einem Bierchen oder mit einem Glas Wein ganz entspannt auf die Steine setzen und ebenfalls den Sonnenuntergang genießen. Manchmal kommen ein paar Schiffe vorbei, beziehungsweise wie hier jetzt gerade ein Segelboot. Und das ist natürlich eine richtig schöne Kulisse für den Sonnenuntergang. Mittlerweile geht die Sonne unter, sie ist jetzt im Meer verschwunden und wir haben jetzt das Abendrot, was natürlich auch richtig schön ist. Wenn du dann weiterläufst, kommst du natürlich durch solche kleinen Gassen direkt zu den nächsten Restaurants. Das musst du natürlich auch wissen, dass da erstmal nicht Schluss ist, denn es gibt noch ein Restaurant, was richtig schnucklig ist. Das gucken wir uns jetzt mal hier gemeinsam an. Und zwar ist es dieses Restaurant. Hier bist du so ein bisschen privat und im kleinen Rahmen kannst du hier ganz vernünftig essen. Und jetzt geht's zu meinem Lieblingsspot. Das heißt erstmal Treppensteigen, Kreislauftraining. Das ist ein bisschen weiter höher, aber es lohnt sich definitiv. Und wenn du dann die Treppen runterkommst, siehst du dieses kleine Restaurant, wo man auch richtig gut essen kann. Und du kannst natürlich auch von hier den Sonnenuntergang genießen. Nachdem du bestimmt 500 Treppenstufen hier raufgelaufen bist, wirst du natürlich auch belohnt mit einer Aussicht, die seinesgleichen sucht. Denn du kannst ja auf den Strand schauen und kannst den Ort von oben beobachten. Als Orientierung für diesen Aussichtspunkt kannst du immer diesen Kirchturm nehmen. In die Richtung musst du laufen, der steht über der Stadt und direkt neben dem Kirchturm ist dann nochmal eine Aussichtsplattform. Hier kannst du dich dann nochmal umschauen und kannst direkt aufs Meer schauen oder auf die Stadt oder halt etwas höher laufen, so wie ich, noch ein paar Treppen mehr. Und dann hast du diese geniale Aussicht. Nachdem du die Aussicht genießen konntest, geht es natürlich wieder bergab. Das ist die Belohnung. Du musst dich nur einmal anstrengen. Und wenn du runterläufst, dann wirst du natürlich ebenfalls nochmal mit einem super Ausblick belohnt. Der Weg, links und rechts die Palmen und dann das Panorama vom Strand. Eine richtig schöne, anschauliche Geschichte. Wenn du dann vom Aussichtsturm wieder zurück gehst in Richtung Restaurants, machst du einen linken Haken, dann kommen noch mehr Restaurants und noch mehr Menschen und noch mehr Essen. Es riecht immer richtig gut und gehst dann einfach den Weg geradeaus in Richtung Zentrum, denn es gibt noch ein paar schöne Shops, die du ebenfalls noch anschauen kannst. Hier nochmal ein schönes Restaurant und hier ist noch die Weihnachtsbeleuchtung übrig. Die wird wahrscheinlich irgendwann auch wieder abgemacht. Wie gesagt, wir haben Mitte Januar und weil es so schön aussieht, hängt hier noch die Weihnachtsbeleuchtung, was sozusagen bedeutet, dass du dann einen linken Haken machst und hier so ein bisschen in die Altstadt kommst. Das heißt praktisch, hier sind auch noch mal ein paar Geschäfte, ein paar kleinere Restaurants. Jetzt ist nicht mehr allzu viel los, weil wir haben natürlich auch schon Abend. Aber wenn du so ein bisschen flanieren möchtest, spazieren gehen möchtest, dann empfiehlt sich diese Promenade natürlich genauso. Wenn du dann auf dieser Promenade unterwegs bist, dann hast du auch so ein bisschen das Feeling der Einheimischen. Hier sind nicht viele Touristen abends unterwegs. Hier gibt es ganz kleine, niedliche, angenehme Restaurants, in denen du ebenfalls gute Dinge essen kannst, aber halt auch mal ein Juwelier, ein Friseur und andere Läden des täglichen Bedarfs. Aus der ersten Gasse geht es natürlich dann direkt in die zweite Gasse auf dem Rückweg ins Zentrum bzw. dann zum Marktplatz. Der kommt ebenfalls nochmal gleich. Und hier kannst du natürlich auch noch genau das Gleiche machen, was du auch in der anderen Gasse machen konntest. Flanieren, ein bisschen entspannen, das private Leben hier auf Fuerteventura genießen. Aus der Gasse rausgelaufen kommst du natürlich zu dem kleinen Marktplatz. Und ich habe es ja gesagt, die Weihnachtsdeko, die hängt hier noch. Sieht aber richtig schick aus, könnten die ruhig das ganze Jahr hängen lassen. Eine schöne Dekoration, wie ich finde, kann man machen. Und hier hast du dann so ein bisschen Marktplatz-Feeling, auch heimisches Feeling. Hier gibt es dann abends einen Kinderspielplatz, wo dann auch die einheimischen Kinder spielen, beziehungsweise solange wie es hell ist, ist hier noch richtig Betrieb. Ansonsten gibt es hier ein
Denkmal und gleichzeitig natürlich auch noch einen Taxistand, wenn du die Nase voll haben solltest. Einfach rein ins Taxi und ab ins Hotel bzw. ins Apartment. Die Taxis sind ja auch nicht teuer. Hier bezahlst du ungefähr 5 Euro für eine Tour durch den Ort, was jetzt nicht teuer ist. Das sind so 10 Kilometer. Kann man machen. Ich habe es auch schon gemacht, wo wir die Nase voll hatten bzw. ich einen Platten hatte von meinem Mountainbike. Einfach ins Taxi eingestiegen und dann mit dem Taxi zum Hotel fahren lassen, weil die Kilometer waren dann doch etwas anstrengend, das Fahrrad zu schieben. Und da kam gerade günstigerweise ein Kombi und der hatte mich dann mitgenommen und ich habe für die ganze Tour bezahlt 12 Euro, glaube ich. Das war wirklich nicht sehr viel. Hier ist auch noch ein schönes Apartmenthaus, kann ich euch auch empfehlen. Hier habe ich schon mal ein Apartment gemietet während der Corona-Zeit. Richtig gut, auch mit allem, was du brauchst. Und unten gibt es dann noch mal ein Restaurant, wo du dann abends essen kannst. Jetzt geht es sozusagen wieder runter zur Strandpromenade bzw. auch zu den Restaurants vom Marktplatz. Parkplätze kriegst du hier abends eigentlich auch ausreichend. Also ich habe es noch nie erlebt, dass wirklich alles voll war. Vom Prinzip her musst du halt nur ein bisschen gucken und dann klappt es auch. Und hier ist noch mal eine kleine Pizzeria, die du ebenfalls ansteuern kannst, wenn du mal was ganz Schnelles haben möchtest. Schmeckt aber nicht allzu gut, kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Was natürlich auch total zu empfehlen ist, ist ein Strandspaziergang in der Dämmerung hier am Strand entlang. Sofern es noch nicht dunkel ist, es sieht richtig schön aus mit den Lichtern und natürlich auch dem langsam anbrechenden Abend. Es ist eine Kulisse, die man so schnell nicht vergisst, weil das ist wirklich richtig gut und richtig entspannt und beruhigt auch. Also dieser Strand ist auf Fuerteventura das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Nochmal zur kleinen Orientierung für den schönen Aussichtspunkt. Da oben, da ist der Kirchturm und genau dieses Ziel müsst ihr hier sozusagen über die Promenade ansteuern. Beim letzten Restaurant nach rechts, dann kurz wieder nach links und einfach die Treppe nach oben. Und dann seid ihr auf dem schönsten Aussichtspunkt hier in Morro Giable und das gefällt mir richtig gut. Also von da aus kann man wirklich eine ganze Menge erkennen. Nur, dass ihr so ein bisschen die Richtung habt. Mittlerweile ist es schon dunkel geworden. Da ist der Leuchtturm und hier wiederum der Robinson Club hinter diesem Gestrüpp. Hier vorne gibt es einen richtig guten Infostand, wo man sich Fahrräder mieten kann und natürlich auch Touren buchen kann. Entweder Sea-Tours oder Besichtigungstouren oder. Also diesen Stand kann ich ebenfalls empfehlen. Ein normales Fahrrad kostet hier als Tagesmiete ca. 20 Euro. Für ein E-Bike musst du ca. 50 Euro bezahlen. Und die Touren sind natürlich dann individuell. Hier kenne ich keine Preise, aber hier gibt es die Möglichkeit, an diesem kleinen Kiosk wirklich alle Touren zu buchen, die es so ein bisschen in dem Ort gibt, beziehungsweise auch am Hafen. Also wer sich da so ein bisschen informieren möchte, den Kiosk kann ich empfehlen. Hier gegenüber ist dann natürlich die Einkaufsmeile. Die erstreckt sich dann so knapp 2 Kilometer lang. Ein Geschäft nach dem anderen. Also wer auf Shoppingtour gehen möchte, der kann das hier abends natürlich sehr gerne tun. Es gibt alles vom Supermarkt über Kosmetik, über Parfüm, über Schmuck, über Klamotten. Und. Was ich empfehlen kann, ist natürlich Parfüm, denn Parfüm ist hier fast 50% günstiger, also Markenparfüm, als in Deutschland. Und das lohnt sich dann wirklich, hier so ein bisschen Parfüm mit einzukaufen. Zigaretten natürlich auch günstig. Die Stange 30 Euro, also 200 Stück, 30 Euro. Ansonsten habe ich hier eigentlich nicht viel entdeckt, was man günstiger kaufen kann. Vielleicht noch T-Shirts und Klamotten, das ist dann aber auch nicht so das Ideale. Hier gibt es viele Boss-Shirts, Puma-Shirts und man kennt es ja aus den südlichen Ländern. Ob die echt sind oder nicht, das weiß man nicht. Aber wer auf sowas steht, der kann sich das natürlich hier zum günstigeren Preis kaufen. Die Mall ist ewig lang und wir laufen jetzt mal eine Runde da lang und schauen mal, was es alles so gibt. Mittendrin im Shoppingfieber von Aloe Vera Produkten über Restaurants bis zu Klamottengeschäften, Schuhgeschäften, Souvenirgeschäften und allem, was man sonst so nicht braucht, gibt es natürlich hier alles reichhaltig. Und du kannst dich hier wirklich 2 bis 3 Kilometer austoben, ein Shop nach dem anderen. Und teilweise haben sie alle das Gleiche. Gegenüber Deutschland ist natürlich hier ein riesiger Vorteil, wenn du über den Fußgängerüberweg rüber möchtest, dann halten die Autos auch an. Bei uns in Deutschland ist das nicht der Fall, da bist du dann irgendwann froh, wenn du auf der anderen Straßenseite ankommst. Nach ungefähr 500 bis 800 Metern erreichst du dann sozusagen die kleine Luxus-Mall hier
gibt es dann die Markengeschäfte, die dir hoffentlich auch echte Sachen präsentieren. Was Neues ist dieser kleine Süßigkeitenladen, die machen hier alles selber. Und hier kannst du so kandierte Früchte, selbstgemachtes Marzipan und viele, viele andere Dinge kaufen. Schmeckt relativ lecker, ist aber relativ süß. Und dann gibt es natürlich auch noch die Mischgeschäfte zwischen Parfümerie und Schuhen. Du kannst hier alles kaufen, was deine Kreditkarte hergibt. Aber es gibt auch viel Sachen, die du einfach nicht brauchst. Wenn ihr im weiteren Verlauf der Shopping Mall natürlich Hunger bekommen solltet, dann achtet einfach unten auf die Geschäfte und oben gibt es dann immer noch so kleine Treppen und im oberen Bereich sind dann ganz viele lustige kleine Restaurants versteckt, die sozusagen auch am Abend so ein bisschen Musik abspielen. Teilweise kannst du hier auch ein bisschen Party machen, ist aber nicht allzu doll. Also das Partyleben hier in Morro Giable ist nicht so berauschend, aber wenn du abends was trinken möchtest, einfach hier mal die Shopping Mall langlaufen. Und hier oben gibt es dann immer noch kleine Bars und Restaurants. Wo sich es empfiehlt, abends ein bisschen Party machen zu können, ist hier im Tortuga. Hier gibt es manchmal einen DJ am Wochenende, der auch ein bisschen auflegt. Hier kann man so ein bisschen abtanzen. Hier geht die Insel etwas trinken und natürlich auch tanzen und auch feiern. Auf alle Fälle Donnerstag, Freitag und Samstag eine Adresse, die ich euch empfehlen kann. Und das Tortuga findest du direkt gegenüber vom Leuchtturm. Also der Leuchtturm ist dort und direkt gegenüber findest du das Tortuga. Unten ist ein Douglas drin und das ist relativ einfach, dieses Tortuga zu finden. Wenn nicht, dann musst du es einfach googeln. Auch die Supermärkte gibt es natürlich wie Sand am Meer hier auf der Insel und wir gehen gemeinsam mal in einen spanischen Supermarkt. Für die schnelle Verpflegung gibt es natürlich auch dann hier nochmal die spanischen Supermärkte. Es ist alles dabei, was man braucht. Vom Bier über Softgetränke, über Fleisch, über Wurst, über Wasser und. Das Einzige, was du dann einkalkulieren musst, das ist etwas teurer als in Deutschland. Also auf alle Fälle fast alle importierten Artikel sind hier dann deutlich teurer als bei uns. Wenn du mal guckst, hier bei Nüssen, da geht es eigentlich vom Preis her. Aber wenn du jetzt direkt importierte Dinge wie zum Beispiel Haribo oder Schokolade oder andere Dinge kaufen möchtest, da hast du natürlich dann auch Preise, die sind hier schon fast bei 4 Euro für eine Tafel Schokolade. Also kannst du ungefähr für importierte Dinge, die hier auf die Insel rauf müssen, ca. 50% bis 100% mehr mit einkalkulieren, wenn du jetzt in einen spanischen Supermarkt gehst. Ist natürlich auch klar, denn es muss alles hier per Schiff oder Flugzeug auf die Insel raufgebracht werden. Was bedeutet, das kostet natürlich richtig Geld. Also die Supermärkte sind dann deutlich teurer als bei uns in Deutschland. Ihr seht schon, so langsam wird es hier ein bisschen ruhiger. Das heißt, wir kommen zum Ende der Promenade. Da gibt es dann noch ein paar indische Fachgeschäfte, die euch Klamotten präsentieren und natürlich feinste Technik, die von irgendwo importiert ist, wo keiner im Leben gewesen ist. Aber es wird dann natürlich alles sehr teuer verkauft. Also aufpassen, wer hier Technik kaufen möchte, der sollte das nicht tun. Ich wollte mir einfach nur ein kleines Klinkekabel kaufen, weil meins kaputt gegangen ist und sollte beim indischen Fachgeschäft 20 Euro für ein Klinkekabel bezahlen. Was bedeutet, wenn ich das in Deutschland bei Amazon bestelle, bezahle ich dafür 3 Euro. Autovermietung gibt es natürlich auch wie Sand am Meer, auch hier im Ort. Und eins kann ich nur empfehlen, du solltest dein Auto von Deutschland aus buchen, denn wenn du hier auf Fuerteventura dein Auto buchst, dann wird es meistens deutlich teurer, als wenn du in Deutschland reservierst. Aber du kannst auch abgezockt werden und dafür gibt es auch ein Video bei mir auf dem Kanal Abzocke. Wir wurden nämlich abgezockt von der Autovermietung und wie das ganze Spielchen funktioniert und was für Tricks dahinter stecken, das erfährst du hier auf meinem Kanal. Einfach bei den Videos mal nach dem Video Abzocke bei der Autovermietung suchen. Hier auf Fuerteventura und da erfährst du dann mehr. Wer mal gesundheitliche Probleme haben sollte hier auf Fuerteventura, für den gibt es natürlich auch Ärzte, Doktoren und Apotheken. Und in der Regel läuft es dann so ab, dass du deine ärztliche Untersuchung erstmal in bar vorstrecken musst. Das heißt, du musst die bezahlen in bar oder mit Kreditkarte und kannst sie dann bei deiner Auslandsreisekrankenversicherung abrechnen. Auch in puncto Medikamente gibt es natürlich fast alles hier in den Apotheken zu kaufen, Schmerzmittel und andere Geschichten. Ebenfalls im Bar im Voraus bezahlen und dann mit der heimischen Krankenversicherung abrechnen. Aber bei Schmerzmitteln und bei anderen Tabletten ist es natürlich auch so, dass die hier deutlich teurer sind als in Deutschland. Zum Beispiel 400er Ibuprofen musst du ungefähr 9 Euro bezahlen. Und das ist natürlich deutlich teurer, aber die Medikamente müssen natürlich ebenfalls hier auf die Insel verschifft werden. Hier wird nichts direkt hergestellt,
Also ist es halt immer ein bisschen teurer. Ebenfalls in Richtung Party empfehlbar hier dieser Club, und zwar Skipper. Das ist ebenfalls eine Bar, wo viele Einheimische hingehen, wo viele Touristen auch hingehen und wo sich alles so ein bisschen mischt. Und hier ist eigentlich von Montag bis Sonntag immer was los. Also du kannst Tage erwischen, an denen es vielleicht mal ein bisschen leerer ist, aber auch Wochenende ist auf alle Fälle hier immer noch Party. Hier gibt es coole Musik, hier kannst du tanzen und natürlich auch was trinken. Das ist direkt gegenüber vom Hotel Almeda de Jandia. Über dieses Hotel habe ich ebenfalls ein Video gemacht. Dann einfach auf meinen Kanal schauen, wenn dich das interessiert, dass du hier eine günstige Apartmentunterkunft findest. Da findest du dann das Video direkt auf meinem Kanal. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen weiterhelfen, im Jahr 2024 ein paar schöne Dinge zu finden in Morro Jable. Wenn ihr Ideen habt, beziehungsweise auch Erfahrungen, die ihr hier schon gehabt habt, dann schreibt die doch einfach direkt in meine Videokommentare. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar gute Informationen mitnehmen. Mir hat es auf alle Fälle Spaß gemacht. Abonniert gern den Kanal. Ich freue mich und gebe dem Video ein Like. Bis dahin sage ich tschüss, bye bye und winke winke und vielen Dank fürs Anschauen.